Hallöchen, Bobbüchen. Willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ich bin jetzt in Cruel. Ich habe ein bisschen vorwärts gemacht, damit ich ein bisschen spannenderes Gameplay zeigen kann. Und weil ich einfach Bock hatte, mir es ein bisschen langweilig gewesen ist und Path of Exile doch schon recht viel Action bietet und so. Da ich momentan viel Champions of Reckoning spiele, habe ich eher ein bisschen mehr Bock, Action zu haben. Und ja, ich möchte gerne hier den Greater bald mal reinmachen. Ich muss mal schauen, wo das Split Arrow, da letztes Mal die Projektil ist. Zwei Dinge, also das andere hat 5. Und 10, 18 minus Schaden. Und das hier hat 48, es ist noch recht schwach. Ich werde es aber trotzdem benutzen für den Split Arrow. Der Cold Damage kann hier raus. So, ich habe den Harald of Tundra jetzt auch an. Und Clarity kann auch raus. So. Hast könnten wir auch benutzen, aber benutze ich noch nicht, weil ich Hardred benutze. Oder wir könnten mal testen, also so viel. Wir machen so viel Schaden, wir könnten mal Ding benutzen. Haste. So. Dann gehen wir wieder weiter. So, in Cruel ist es schon viel spannender. Weil es halt bessere Monster gibt. Gastmonster. Und so weiter. Ja, schaut, wie stark wir sind. Also, Dominus war extrem eine Flasche mit diesem Bild. Da war ich immer die ganze Zeit schockgefroren, konnte nichts machen und konnte nicht einmal sein Blutaura einsetzen. Das war genial. Schaut mal, das sind Elite-Monster gewesen. Mit 3 Schlägen. Der hat ein bisschen mehr Leben. So. Da möchte ich gerne mal Split Arrow ausprobieren. Oh, das ist doch mal Split, oder? Das ist doch mal Split. Haha. Wie viel Geschosse? 9. Sehr schön. 9 Geschosse. Das tönt doch mal nach einem sehr guten Split. Das ist ein Frakturet. Ja, das ist mit dem Aufsplitten. Aber auch das kein Problem. Außerdem habe ich mein Magic Find bis nach oben gepusht. 128 jetzt. Jo. Und es gibt nur gute Neuigkeiten, die deswegen Probleme kennen mit der Awakening dann weg, hoffentlich. Schaut mal das an! Schaut mal das an! Ist das nicht genial? Yeah. Es war nicht mehr so stark gegen Einzelziele, aber es ist doch lustig. Es ist ein Burning Arrow. Ein Burning Arrow. Mehrere Burning Arrow. Richtig nice. Sudele. Ja, so macht das Spiel Spaß, wenn man es richtig überlegen lässt. Nein, solche Games sollten eigentlich nicht so viel Taktik haben. Das einfach mal die Sau rauslassen, das ist doch mal spannend. Wir finden auch sehr viele gelbe Items. Leider noch kein goldenes Item seit der letzten Aufnahme gefunden. Aber in Cruel ist auch die Chance um einiges höher. Schrei nicht so rum. Wir sind hier nicht bei der Tussi-Werkstatt.
Okay, sind ein paar Gegner zersprungen in Einzelteil. Der Blitz macht den Rest. Ich mag den Herald of Thunder. Richtig gutes Spell. Aber auch wenn der Blitz schwach ist, er hilft doch schon ein bisschen weiter. Wir können dann wechseln auf das Herald of Fire. Oder Flame, nein, Fire tönt besser, ist es wahrscheinlich. Aber momentan nicht. So ein Kampfsystem Champions Regnum wäre, dann wäre das so ein knallgeiles Spiel. Oder wenn Path of Exile mit Airfire wäre, wäre es noch cooler. Ah. Die Mischung macht's. Wenn ein Entwicklerstudio mal wirklich fähig wäre, ganz viel zu entwickeln, dann wäre es richtig cool. Man sieht es zum Beispiel jetzt bei The Witcher, diese gigantische Welt und so. Leider zu wenig gefüllt. Also es ist, naja, schon ein bisschen langweilig. Es ist eigentlich wie bei Skyrim auch das Problem war, man konnte einfach zu wenig machen für die Größe der Welt. Wenn es ein richtig geiles Game gäbe, wie bei GTA 5, wo man einfach immer wieder etwas machen kann und so, es wäre so geil. Und eben ein RVR ist sehr wichtig. Momentan ist ja auch die Interesse auf dem Minecraft-Server, auf Lost, das Minecraft-Server gestiegen in der Airfire-Welt. Ich sehe es, den Leuten gefällt das riesig. Boah, habe ich viel Schaden bekommen gerade. Voll lauter Reden. Es wäre so richtig genial. Das auf die Wege leiten, das wäre mein Traum. Mein Lebenstraum, so ein richtig cooles, spannendes Game zu machen, was jedem gefällt. Ja, wer ab 16 Jahre dann ist. Ein bisschen Gewalt braucht auch für den Look und so, braucht es einfach ein bisschen Gewalt. Man muss halt dann ein bisschen die Gesetze wieder locken. Weil das bringt überhaupt nichts, wenn die Gesetze gelockert werden. Es spielt sowieso jeder 11-jährige GTA 5, also es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, die Leute wissen, was sie sich antun. Boah, das ist ein starkes Teil. Hat die Schnauze, gell? Schaut mal, wie groß das Teil ist! Boah, das ist ein ganz normaler, wie heißt das Spell schon wieder? Eis, ja, weiß es nicht mehr genau. Es liegt mir auf der Zunge. Ich weiß es natürlich, aber weiß es jetzt nicht genau. Frozen Cortex, weiß es jetzt nicht genau, was es ist. Vor allem, cooles Spell, aber viel zu klein auf der Witch und so. Ich glaube, der Ninja, also der Shadow, wird oft damit eingesetzt. Seitdem es einen Buff bekommen hat. So. Okay. Ich möchte gerne den Eisschaden wieder nach oben tun oder umskillen. Ja, ich werde umskillen. Hat der plus 1? Nein. Denn der hier, der Split Arrow bleibt, werfen Elementar. Ah. Dann machen wir das so. So. Das ist der Fluch. Was man machen könnte, ist Curse of Hit, aber ich habe da nicht die gleichen Slots. Artet Cold Damage. Oder wollen wir die in die Handschuhe machen? Du gehst mal rüber. Burning Arrow. Added Cold Damage. Curse on Hit. Valox Mark.
Ja, könnten wir. Komm, wieso nicht? Ist das negativ irgendwas? Das ist gar kein. Doch, das ist ein Curse. Gut. 6 Sekunden. Auch gut. Mehr brauchen wir nicht. Nicht ganz so gut. Okay. Dann gehen wir hier mal zurück. Easy peasy. So, wir brauchen Leben langsam. Wo haben wir denn Leben? Da. Das wäre schon das Beste, oder? Oder weil wir hier nach oben müssen. Ja, wir werden das nehmen. Okay. Belohnung. Da nehme ich am besten Mana. Das brauche ich auch, die anderen brauche ich nicht so. Oh, hier hätten wir Multiple Traps, aber die benutze ich nie. Penetration für the Lightning. Blind. Nee. Item Rarity. Das brauche ich wenigstens. So. Gut. Du bist hier willkommen. Immunity to Freeze. Ja, wegen Recovery to Speed nehmen wir das. Die Tränke wieder hier hin. Gut, dann müssen wir es auf 1 wechseln und hier Change das und der Rest verkaufen. So. Der geht hier hin. Gut, dann möchte ich hier noch die Belohnung abnehmen. Ah, die gibt keine Belohnung, stimmt. Hier hätten wir. Ja, das ist dem noch gleich. Ich hoffe, wir finden wieder solche Dinge, weil hier in Creel geben sie immerhin recht viel Erfahrung für sich selber. Und für uns natürlich durch die Monster. Wieso werden die blau? Gut. Ich möchte dich bitte hier haben. Und das Blitzer bitte hier. Die E aktivieren. Gibt nicht ganz so viel Damage, aber bisschen zu den Attacken gut. So. Oh, schade, wie stark wir sind. Ja, es wurde gesagt, dass die Dinge ein bisschen stärker sind, die Gegner in den Nebenareas. Und das haben wir gesehen in diesem kleinen Ding. In dieser Map. Ah, das ist Varlox Mark. Okay. Habe ich noch nie verwendet. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Und jetzt weiß ich es plötzlich. Ach, wieso weiß ich das plötzlich? Wir brauchen noch eins. Ah, da ist der Boss. Und boom, hat's gemacht. Sollten vielleicht mal auf Crit gehen, aber nein. Entweder ganz oder gar nicht. Sagt man immer. Ich mach gar nicht. Dafür mache ich viel mehr Spell Damage, also mehr Ice Damage. Mal schauen. So ein Royal Bow. Ah, hier ist es. Es ist einfach cool geworden. Er ist so stark. Nur ein bisschen zäh muss er noch werden. Aber das wird er auch bald. So.
Dann möchte ich gerne noch ins Nebengebiet gehen. Ein Schuss und alles ist weggewuscht. Ein Wisch und alles ist weg. Das ist noch eine alte, uralte Werbung. Mit einem Wisch ist alles weg. So, wir haben aber auch relativ wenig Mana. Also, ja, vielleicht werde ich mal Herald of Thunder ein bisschen auslassen. Für schwere Kämpfe. Habe ich bei Dominus auch so gemacht, ohne Herald of Thunder besiegt. Herald of Thunder nicht gebraucht. Wir könnten ja dieses Ding nehmen, das Energy Shield in Mana umwandelt. Bringt zwar nicht so viel, wenn man kein Energy Shield hat, aber wir bekommen ja Energy Shield über. Durch das Lebenszeugs, was wir jetzt dann skillen. Und sonst eine bessere Rüstung nehmen. Und uns geht schon viel besser. Ja, die Gegner machen leider ein bisschen Schaden langsam. Aber eben. Solange man nicht mit der linken Hand schläft und die Potion nicht zerrückt, ist es auch nicht so wild. Ist gleich tot, du Schlampe. Ich hab Schlampe gesagt. So. Einen großen Strongbox. Der synchron wieder ein bisschen, aber kein Problem. So. Ah, die wollte auch noch drankommen. Okay. Sehr gut. Da oben haben wir sicher auch irgendwo Gegner. Nicht. Aber hier. Dual Strike nehmen wir nicht mit. Den bekommt man eigentlich ganz am Anfang schon über. Mit dem Dualist. So, wir haben 0. Okay. Gehen wir raus. Und gehen rüber und dort rein. Ja, wir nehmen jetzt Hand raus. Haben hier Hälfte. Haben wir dann noch? Nein, es fehlt uns noch ein bisschen. Schade. Ich hätte es gerne beide Auren genutzt. Aber die holen wir auch noch, dass wir zwei Auren haben. So. Und hier wechseln wir wieder mal. Wir müssen nicht so schnell sein. Lieber mehr Schaden machen. So. Und weiter. Gut, schauen wir hier mal ein bisschen herum, uns um. Weg damit. So. Ja, die Krabben nerven ein bisschen. Aber easy. Oh, nicht die. So sind die jetzt hier im ersten Akt. So.
So, wir gehen hier hinten durch. Vorne ist wieder eine Strongbox. Ah, drei Ding. Rare Gegner, okay. Dann gibst du aber auch gute Items. Komm schon, hau ab. Von mir aus. Immerhin bist du tot. Nicht mal etwas Gutes. Eine Brigadine. Okay, von mir aus. So, aber wir wollen noch den Ding haben. Den Vapehunt. Der ist hier. Sehr gut. So, nochmals trinken. Und jetzt noch hier erkunden, damit wir den Escape-Punkt bekommen. Den brauchen wir unbedingt. Für ein bisschen mehr Leben. Ist das Gift? Oh, ein Game-Counter. Sehr gut. So, haben wir hier. Scheinbar ist hier der Gegner. Der Boss. Und gut, gehen wir noch rüber. Ah, hier ist gar nichts, okay. Ein Stein, ein Boulder. Es ist ganz anders und cruel, das liebe ich so. Es ist viel spannend, also viel aufregender hier zu spielen. Es macht einfach Spaß. Was soll ich mit dem weißen Zeug? Das können die Crafter haben von mir aus. Schnell skillen. So. Und Eyeshot hätten wir auch hier noch. Ich möchte mal ein paar Sachen rausschmeißen. Zum Beispiel den hier. Den. Ja, den. Von mir aus auch den. So. Der ist relativ leicht in dieser Form. So wie es aussieht. In dieser Form könnte ein bisschen schwer sein. Ich lasse ihn mal weg abrennen. Gut. Stiletto, Circlet, Slippers. Dann nehme ich auch Stiletto mit. Auch wenn ich längere Zeit keinen Dolch-Charakter machen werde. Hm. Gut, sehr gut, sehr gut. So, Dele. Dann Quest nehmen. Hier. Die Schuhe sind zu schwach. Die Handschuhe. Wie viele? Drei Rewards haben wir bekommen. Gut. Hier recht viel Magic Find, aber der Rest ist kacke.
Hier hätten wir auch recht viel Magic Find. Dafür keine Schnelligkeit. Machen wir nix. Nö, auch nicht. Games, nö. Schade. Sodele. Die wegwerfen, die wegwerfen. Den wegwerfen. Den. Und den. Das haben wir. Increased Duration kommt wieder hier hin. Jetzt haben wir so viele Increased Duration. Oh, es kommt schon jemand. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.